Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt und im Titel lesen könnt, ML W164 Baujahr 2010, 3 Liter Maschine, Facelift, wollen wir einmal Axialgelenke, Spurstammkopf einmal wechseln. Warum? Weil die ausgeschlagen sind. Gucken wir uns gleich an, wie man erkennt, wie die ausschlagen. Und ja, hier habe ich schon reingeguckt. Wie sieht das Ganze einmal aus? Kauflinks, alles unten in der Videobeschreibung. Warum ist es zu empfehlen oder warum habe ich gleich so viele Ersatzteile hier? So, wie sieht das Ganze einmal aus? Spurstammkopf, Axialgelenk. So, und zwar bei mir, oder in dem Fall bei dem Auto, bei mir nicht, bei dem ML ist einmal ein Axialgelenk ausgeschlagen, das sitzt einmal am Lenkgetriebe. Wenn ich ein Foto schicke, wenn ich ein Foto finde, was ich einblenden darf, blende ich es ein. Und zwar, wir haben einmal Lenkgetriebe, Axialgelenk und am Axialgelenk ist einmal noch der Spurstammkopf, der geht zum Reifen. So, und dadurch, dass man viel fährt, verschleißt das Ganze ja natürlich auch und das verschleißt an diesen Stellen hier. So. Einmal hier, das Gelenk schlägt aus und dieses Gelenk schlägt aus. Ja, also man kann das dann, wenn das ausgebaut ist, eventuell wie stark das ausgeschlagen ist, kann man das Ganze hier etwas hin und her bewegen. Wichtig ist es, wenn die Gelenke bei euch ausgeschlagen sind, das Ganze auch so schnell wie möglich zu wechseln, weil wenn die Gelenke ausgeschlagen sind, steht bei euch die Spur falsch und wenn die Spur falsch steht, verschleißen bei euch die Reifen einseitig ziemlich schnell ab, je nachdem wie stark die ausgeschlagen sind. In dem Fall wechseln wir alle vier, also das bedeutet Axialgelenk, Spurstammkopf, wechseln wir alle vier Gelenke. Man kann natürlich auch nur ein Gelenk wechseln, das was auch nur kaputt ist. Aber es ist zu empfehlen, alle vier zu wechseln, weil es alles in Verbindung mit einer Achsvermessung ist und man dann immer die Kosten hat, die Achsvermessung zu machen. Das bedeutet, ihr wechselt ein Gelenk, macht eine Achsvermessung, fahrt wieder, weil die Gelenke machen ja gleich viel durch, also jeweils links und rechts, die machen ja genauso viel durch. Und ja, ihr wechselt eine Seite, fahrt damit einen Monat, zack, habt ihr wieder das Problem, dann habt ihr wieder das Problem, dass ihr Lenker wechseln müsst und eine Achsvermessung wieder machen müsst, was nicht sein muss. So, das bedeutet, zu empfehlen, immer jeweils links und rechts das Ganze zu wechseln. Und ja, jetzt gucken wir uns das Ganze an. Wie erkennt man, ob es kaputt ist? Und ich würde mal sagen, los geht's. Ihr könnt das wie folgt prüfen. Am besten mit zwei Personen. Eine Person wackelt am Reifen, so, und dann könnt ihr an den Gelenken mit der Hand festhalten und spüren, ob da ein Spiel ist. Ihr könnt das dann mit der anderen Seite vergleichen und man spürt auch, wenn man hin und her wackelt, so ein leichtes Spiel. Ja. Ist halt jetzt schlecht zu demonstrieren, wenn ihr jetzt hier wärt, hätte ich euch das zeigen können, aber so könnt ihr das Ganze prüfen. Ja, dann wechseln wir das Ganze mal. So, hier sehen wir dann das Ganze auch, ne? Axialgelenk ist dann hier, Spurstammkopf ist hier. Ich drehe das mal eben ein bisschen. Wir müssen hier diese Gewindestange, also vom Axialgelenk das Ganze einmal das Gewinde sauber machen und auch gängig machen. Warum? Weil diese Manschette müssen wir heile rausbekommen, dann müssen wir das Axialgelenk und der Spurstammkopf voneinander trennen und dann können wir die Lenkmanschette rausholen, weil die ist jetzt neu nicht mit dabei. Und hier stellt man auch übrigens für die Achsvermessung die Spur ein. Hier ist eine lange Gewindestange und dadurch, dass man diese Kontermutter löst, kann man über die Gewindestange die Spur jeweils nach innen und außen verstellen. So, das Ganze sauber machen. Mit einem 22er können wir das Ganze hier probieren zu lösen oder auch lösen. So, jetzt können wir auch gucken, ob die Mutter ist auch lose. So, und die Stange dreht sich auch. So, jetzt können wir den Spurstammkopf abschrauben und dann können wir den hier rausdrehen. Hier das Ganze auch natürlich
sauber machen, so gut es geht. So, dann nehmen wir eine 21er Nuss und schrauben das Ganze einmal ab. So, dann können wir das Ganze entweder mit dem Hammer hier rausschlagen, weil wir wechseln den ja eh, ansonsten richtig mit einem Abziehwerkzeug das Ganze abziehen. Jetzt können wir das Ganze auch hier abschrauben. Ja, das Gelenk ist auch schon total, seht ihr? Normalerweise, ich guck mal, wo das neue ist. Ja, also hier der Unterschied, den kann ich kaum, beziehungsweise ich kann den kaum. Ja, wenn er gleich dran ist, zeige ich euch, wie stabil der ist. So, wenn wir das abhaben, können wir auch die Mutter rausholen. So, mit Zange die Klemme hier, die Klammer abmachen. So, jetzt wird es etwas schwieriger. Schwieriger in der Hinsicht, das Ganze abzufilmen, wird das etwas schwieriger. Wir müssen nämlich hier hinten auf der Seite den Stecker hier abmachen, weil der uns etwas stört, beziehungsweise hier ist es mit einem Kabelbinder befestigt. Das ist jetzt auch nicht ganz richtig mit dem Kabelbinder. Da sieht man es eventuell. Da ist der Kabelbinder. Ist jetzt auch nicht ganz richtig. Beziehungsweise, nee, wir müssen den Stecker gar nicht abmachen. Reicht, wenn wir den Kabelbinder abkneifen. So. Weil wenn wir den Kabelbinder hier abhaben, normalerweise kommt da eine Metallschelle, aber ich kenne das Problem auch. Es ist so schwierig, da dran zu kommen. Eventuell werde ich das auch mit einem Kabelbinder wieder dran machen müssen. Natürlich, wenn das Lenkgetriebe ausgebaut ist, ist es einfacher, solche Metallklammern dran zu machen. So, ich habe das Ganze jetzt mal abgenommen und hier sehen wir auch, dass hier entweder Wasser oder Öl drin ist. Ich zeige euch das mal. Entweder Öl von dem Lenkgetriebe oder Wasser wegen der Schelle. Ich glaube, das ist Öl vom Lenkgetriebe, das. Der fängt schon an, Mucken zu machen. Ja, weiter geht's. Jetzt habe ich euch mal ganz nah hier hingenommen zum Axialgelenk. Weil hier werdet ihr spüren oder hören. Ich ziehe dran. Ich hoffe, das hört man jetzt durch die Kamera. Da spürt man so ein Spiel. Und dieses Spiel wirkt sich halt so weit aus, dass hier hinten der Reifen schon etwas größeres Spiel hat. So, und bei dem ML haben wir Glück, dass uns hier kein Lenker stört, um dieses Axialgelenk abzuschrauben, weil meistens hat man das Pech, hier ist ein Lenker, man kommt überhaupt nicht dran. Da hat man die Möglichkeit mit so einem Spezialwerkzeug, das ist von XXL Automotive, das ist für kleinere Axialgelenke, das wird es auch für größere Axialgelenke geben, ja, dass man hier mit einem Axialgelenk drauf geht und das Ganze dann abschrauben kann. Ist hier nicht nötig, weil erstens, wir kommen hier gut dran. Wenn man das richtige Werkzeug hat, wir brauchen hier einen Ringmaul oder Maul-Maul-Schlüssel 41er Weite. Ja, also ein 41er Schlüssel, da habe ich einfach einen alten Schlüssel genommen und den einfach größer gemacht, damit er hier drauf passt. Ne? Und der ist 41 groß und dann können wir das Ganze auch abmachen. So. Und dann können wir das Ganze schon abschrauben. So sieht das dann aus. Ja, also entweder 41er Schlüssel oder zum Beispiel von XXL Automotive, so ein Spezialwerkzeug, was für die größeren Axialgelenke ist. Kauflinks alles unten in der Videobeschreibung, wenn das Ganze verfügbar ist. Dann nehmen wir mal das neue Axialgelenk. So, die ganzen Schutzkappen abmachen. So, jetzt ist das Ganze einmal festgeschraubt und hier können wir jetzt, könnt ihr jetzt sehen, wie
fest das ist, baumelt auch nicht runter und hat auch kein Spiel. Ist ja auch neu. So, den können wir abmachen, weil wir die Schutzkappe wieder, beziehungsweise die Lenkmanschette wieder drauf machen müssen. Das Ganze hier habe ich natürlich einmal sauber gemacht, wo die Lenkmanschette sitzen wird. So, ich werde dann auf der anderen Seite sehen, wenn da kein Wasser ist oder Feuchtigkeit ist, kommt es wahrscheinlich entweder durch die Manschette oder wie auch immer. Das vergleiche ich dann mit der anderen Seite, wie die Manschette aussieht. So, dann kann das hier wieder drauf. So. Dann müssen wir das jetzt hier hinten festmachen. Dann nehme ich auch, ich guck mal, ob ich, nee, ich werde da, doch, ich werde hier mit einer Metallschelle drankommen. Moment. Ich guck mal eben, ob ich jetzt eine da habe. Also wir haben die Möglichkeit, die Schelle doch von hier mit einer Metallschelle festzumachen. Dafür muss ich die Verkleidung hier eben abnehmen. Wenn ihr die Schelle abmacht, ist sie ja kaputt, nicht wiederverwendbar. Ihr braucht eine neue Schelle, Kauflink unten in der Videobeschreibung, damit ihr das Ganze nicht auf Kabelbinder machen müsst. Weil sonst müsste man die Manschette komplett neu machen, dann hat man da eine originale Schelle. Aber universell reicht, Kauflink unten in der Videobeschreibung, mindestens 28 cm lang muss die sein. So, dann machen wir das einmal drüber und von hier können wir die Schelle dann festmachen. So sieht das dann einmal von hier unten aus, wenn ich die Manschette hier einmal drüber mache. So, dann geht die hier auch so drüber. Und jetzt kommt die Schelle zum Einsatz, die wir hier drüber machen können. So, wenn wir das Ganze dann drauf haben, dann können wir das Ganze hier festmachen. So. So sieht das dann einmal aus, wenn es fertig ist. Ne? Dann sieht das auch richtig hübsch aus. Dann können wir jetzt einmal wieder die Metallklammer wieder drauf machen. So, die Mutter nicht vergessen. Die Kontermutter, um das Ganze wieder festzumachen. Dann können wir hier das Ganze wieder festschrauben. Zu empfehlen ist hier ein Spritzer Öl, Fett reinzumachen. So, hier ist auch wichtig darauf zu achten, hier ist einmal L für links. Nicht vertauschen das Ganze. Das Ganze werden wir noch circa einstellen, dass die Reifen ungefähr gerade sind. Mit der Achsvermessung machen wir es dann richtig gerade. So, dann können wir das Ganze hier einmal festmachen. So, und die Mutter bekommt 45 Newtonmeter und 90 Grad. So sieht dann die andere Seite aus. Hier in dem Fall ist es extrem sauber. Was mich wundert, entweder hat also das Lenkgetriebe einen weg oder auf der anderen Seite war einfach nur die Schelle nicht so richtig fest, also war ja ein Kabelbinder, auf der Seite war auch ein Kabelbinder, aber hier ist es fest, das bedeutet, müssen wir das Ganze mal beobachten. Ja Leute, und so sieht das bei den Mercedes aus. Natürlich noch eine Achsvermessung machen und ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Ja, wie gesagt, Kauflinks unten in der Videobeschreibung von dem Werkzeug, ich weiß jetzt nicht, wann das Werkzeug verfügbar ist, wenn ich irgendein Werkzeug finde, von XXL Automotive auf jeden Fall Kauflinks, alles. Alles unten in der Videobeschreibung. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr schon Gelenke gewechselt habt, ob ihr Erfahrung damit habt, Verbesserungsvorschläge. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.